Habe ich noch einen Song von einer Dame jetzt am Start, auf jeden Fall. Die gute Ria, die macht bayerische Mundart, beziehungsweise macht sozusagen bayerischen Rap. Auch sehr lustig, auch wirklich. Der Song heißt Watschenbaum. Watschenbaum. Watschenbaum heißt er. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut mal bei der Jungfrau, egal wo, welches Portal ihr habt, schaut mal bei der vorbei. Lustige Songs hat die am Start. Sehr viel mit Vocals macht sie, finde ich gut. Ui. Front row, first class on the bar. Kim zu einem Macker, gibt's einen Drink in meinem Bra. Aha, ja. Was? Wohin kippt er den Drink in deinem Bra? Nice. Ja, wunderbar, war ja klar. Mein Outfit ist im Arsch und dann ist bla bla bla. Hey, oi, jetzt fühlt ihn nicht so auf, weil du den Fetzen später eh nimmer brauchst. Bring ihn aus, den billigen Tequila, dann truck ich dir mein Haus, weil ich bin der Lady Killer. Lass der Flinten drin, das kleine Ding, Ding, dann slap er moi am Bavarian Swing, Swing. An den Finger seh ich außerdem ein Ring, Ring, das Bling, Bling, mach die Torherin nicht kurz zum King, King, King. Wenn man ohne Respekt so an Text presst, hopp bei mir noch Schneier aus Karten, das wird beim Blackjack. Schleich die Euler, sonst flex der Fett weg. Bring mir bitte jemand mal den Depp ins Bett jetzt. Sehr, 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 sehr partylastig hier der Beat und auch die Vocals, wie sie gesetzt hat, geht ziemlich nach vorne. Das. Er hat ein kolossales Wurzelwerk, weswegen an ihr mal verdursten wird. Und dann wassert er die durch mit dem Ast, mal schauen, ob's tut und nur die Kurven kratzt. Der Watschenbaum steht draus dem Wald, er lässt eigentlich alles sich heul. Er ist aus ganz am harten Holz, doch wenn er fällt, dann knopf. Er versteckt sie nieder, wenn der Nebel kommt. Schau nicht um, aber wenn hinter er Marais verschwindet. Seine Blattl bleiben bewegungslos im Abendwind. Jetzt hält Watschen um kein Jahresring. Bum, 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 bum. Warum er keine Blütenblattl hopp, hopp, hopp. Bum, 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 bum. Weil der Watschenbaum übers ganze Jahr tobt. Bum, bum, bum. Es war der Feige rum. Also richtig schön, das muss man ihr einfach lassen, eine schöne Stimme hat sie und die sind sehr mehrspurig, also sozusagen mehrere Vocalspuren übereinander gelegt, sehr schön, also es hört sich total weich alles an, textlich muss man sagen, Alter, lustig auf jeden Fall, textlich sehr lustig, sehr gut. So ein bisschen Karibik-Style, so. Wie es gesetzt ist, so dieses Soca. Das taugt mir am meisten, dieses Bum-ba-dum-ba-dum-bum-bum-bum. Das ist echt gut gemacht. Nochmal Refrain. Ui. Meinst du, Dan, der Sound wäre was zum Sea of Thieves zocken? Ja, so ein bisschen, gell? Irgendwie so vom Ambiente, sag ich jetzt mal her. Ja, Ria, Watschenbaum. Ja, Mann, und letztes Mal hatten wir Hustengurdelbur. Lustig, ist auf jeden Fall eine lustige Frau, glaube ich, macht lustige Musik. Sowas muss auch geben. Ich bin mir noch nicht jetzt ganz sicher, in welche Sparte ich sie reinschiebe, beziehungsweise welche Art von Beats am besten für sie
passen würde. Vielleicht wäre auch sowas geil, so Timbaland-mäßig, so mit, weil sie ja viel, wie soll man sagen, sie kann ja viel Spuren, sie kann gut singen. Und vielleicht wird es so Timbaland-mäßig, dass man so einfach so Beatbox-mäßig irgendwie, Beatbox, so New School-mäßig, könnte ich mir auch gut vorstellen. Das fand ich jetzt ein bisschen zu klassisch, ehrlich gesagt, auch vom Beat her. Der Beat war mir nicht besonders genug, aber gut, so ist es halt manchmal. Ich bin am Ende mit meinem Latein für heute. Späte Show gehabt, ehrlich gesagt. 10 Uhr ist es jetzt, so ist es. So, ich